Hi, ich bin Maria Hoffmann, ich bin erste Aufnahmeleiterin aus Hamburg. Ich bin ein bisschen über Umwege zu meinem Beruf gekommen. Ich habe eigentlich Kunst studiert und bin dann über den klassischen Quereinstieg über Setrunnerin und dann Setassistentin, dann Setaufnahmeleiterin, bin ich erste Aufnahmeleiterin geworden. Ich liebe an meinem Beruf besonders, dass es zum einen 100% Teamarbeit ist und zum anderen, dass kein Projekt dem anderen gleicht und auch kein Arbeitstag, jeder Tag neue Probleme und Aufgaben mit sich bringt. Drei Eigenschaften, die du mitbringen solltest, wenn du erste Aufnahmeleiterin werden möchtest, sind erstens, du solltest kommunikativ sein, zweitens kreativ in dem Sinne, dass du schnell und flexibel Lösungen für die unterschiedlichsten Probleme findest und drittens Humor kann auch nicht schaden.